Dein Birkenwanzer, willkommen zu einem neuen Video von mir. Gestern war ich auf einem Event. Und zwar kein normales Event, sondern es war das Event von Marvin zu seiner Palette in Zusammenarbeit mit BH Cosmetics. Das ist die Marvicorn Palette. Und ich war natürlich eingeladen und bevor ich anfange, ich habe diesem Typen einfach alles zu verdanken. Also alles, was ich hier habe, habe ich nur dank diesem Typen. Das ist heftig. Marvin, falls du das hier siehst, danke für alles. Natürlich wurde mir die Palette am selben Tag auch ausgehändigt. Hier ist das gute Stück. Marvicorn by Marvin Magnificent. Das ist so eine richtig geile, fancy Einhorn-Regenbogen-Pastellrosa-Sexy-Hexy-Verpackung. Von außen ist sie halt so pastellrosa und hat halt hier so ein Holo-Marvicorn stehen mit so süßen Herzchen drauf. Hinten sind halt so Infos, so 13 Color Shadow and Highlighter Palette. Palette d'Ombris et Souvenir 13 Colors. Ich kann euch jetzt natürlich nicht die ganzen Infos ins Video packen, denn es geht ja darum, was ich damit gemacht habe. Doch Marvin hat Videos gemacht zu seiner eigenen Palette, wo er die Palette vorstellt und auch nochmal ein Video, wo er 3 verschiedene Looks geschminkt hat. Alles packe ich euch in die Infobox. Wenn ihr diese Palette aufklappt, kommt euch gleich so ein sexy maxi Einhorn entgegengesprungen. Voll cutie-putie. Und es ist halt alles sehr bunt und sieht halt einfach aus wie das Paradise, ne? Ihr habt jetzt 10 Lidschatten und 3 Highlighter drin. Das Geile an der Palette, finde ich, ist, dass natürlich so ein paar Eyecatcher mit drin sind, aber mit dem Rest könnt ihr halt wirklich auch so ein richtig natürliches Make-up schminken. Ihr könnt damit eigentlich halt wirklich alles machen eigentlich. Hier sind natürlich auch 3 Highlighter drin. So für jeden Hautton so ein bisschen eins. Ich finde es schön, dass es einen Spiegel drin hat, weil dann ist es halt so praktisch, weil du hast halt so, oh, eine Palette, da will ich mal gleich anfangen. Und ich will jetzt auch gar nicht mehr lange drum rumlabern. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Tutorial und los geht's. So, los geht's. Hier ist das gute Stück. Ich bin ein bisschen aufgeregt und würde ich sagen, ich glaube, ich fange erstmal an mit der Farbe Flutter. Die gebe ich mir einfach so in die Lidfalte. Ich werde die so ein bisschen aufbauen, also nicht von Anfang an so heftig reinhauen. Aber ich merke schon, lässt sich sehr, sehr einfach verblenden. So, die Farbe ist mega schön. Ich glaube, das ist eigentlich voll geil für so für den Alltag, so für Schul-Make-up oder so. Einfach das und der Lidfalte und los geht's. Ist doch geil. Dann gehe ich ein bisschen rein mit Spray-Tan. Oh, das sieht sexy aus. Sexy, hexy. Ich glaube, in die Lidfalte hier so außen gebe ich Bahamas. Das ist dieses geile Lila. Nochmal schön ausblenden. Und hier außen gebe ich nochmal Breakdown. Ein bisschen vom Breakdown. Das ist dieses geile Schwarz. Ich weiß nicht, was ich aufs Lid geben soll, weil irgendwie gefallen mir alle 3 schimmernden Farben hier. Ich habe mich dann für Honey Boo Boo entschieden. Nicht schlecht. Mit der Farbe Breakdown mache ich das alles nochmal ein bisschen dunkler. Jetzt gönne ich mir wieder ein bisschen Flotter und trage das nochmal an den unteren Wimpernkranz auf. Dann nehme ich die Farbe Tong Pop und gebe diese an den äußeren Wimpernkranz. Und mit Breakdown mache ich mir das alles nochmal so ein bisschen dunkler. In meinen inneren Augenwinkel gebe ich mir jetzt den Highlighter Sheesh. Und dasselbe mache ich auch nochmal unter meiner Augenbraue. Dann ziehe ich mir noch einen Eyeliner. Dafür nehme ich einfach den Liquid Ink Eyeliner von Essence in Wasserfest. Und dann klebe ich mir noch so kleine Glitzersteinchen in meinen inneren Augenwinkel auf. Dann tusche ich einfach noch meine Wimpern. Und ohne False Lashes wäre der Look natürlich auch nicht schnell, deswegen haue ich die auch mal eben drauf. Weiter geht's mit dem Gesicht. Da geht's ja heute eigentlich um den Highlighter. Die anderen Schritte sind nicht so wichtig. Die mache ich mal eben kurz. Contour. Bronzer. Blush. Highlight. Es sieht so aus, als hätte ich schon Highlighter drauf, weil mein Rouge Schimmer drin hat. Da gönne ich mir ein bisschen von Living the Life. Den mache ich so ein bisschen großflächiger. Und jetzt gönne ich mir ein bisschen Sheesh. Das ist geil. Jetzt bin ich leicht sexy unterwegs. Ich weiß, das hört sich jetzt nach mega krassem Arschgekrieche an, aber das sind mit die besten Highlighter, die ich hier probiert habe, Alter. Die sind richtig da. Und für die Lippen nehme ich mir irgendwas
Nudiges. Ich glaube, ich nehme so einen Lip Liner und dann Gloss drüber. Ich glaube, ich mache da so einen leicht pinken Lipgloss drüber. Mal schauen, wie das aussieht. Weil ich will es einen Ticken pink haben. Das sieht doch schön aus. Ich glaube, ich bin dann... Ich bin dann auch schon fertig. So, Leute, das war es auch schon zu meiner First Impression zu der Mavicon-Palette. Alle 6 von 10 Lidschatten, die ich hier ausprobiert habe, waren wirklich top. Also, wirklich geilo. Die Pigmentierung ist heftig. Also, wirklich heftig. Bei den Matten wie auch bei den Schimmernden, die sind alle mega weich, einfach zu verblenden. Ein Träumchen. Einfach ein Träumchen. Die Highlighter finde ich alle auch mega. Die sind alle so, die sind einfach da, so, you know. Aber man kann die auch voll gut aufbauen. Und die sind auch so weich und so sexy. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die ganz gesamte Palette ist einfach sexy. Wenn ihr euch dieses Video anguckt, ist die Palette schon im Handel und offiziell kaufbar. Den Link packe ich euch natürlich auch unten in die Infobox. Genau wie die ganzen Videos von Marvin zu der Palette, wo ihr nochmal alle Infos bekommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich auch ein Däumchen nach oben geben. Es würde mich freuen. Es würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, vergesst mich nicht auf meinen Social Medias zu folgen. Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat. Habe ich das vergessen? Nö. Ich heiße überall Aussie Glossy. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Love you. Tschüss. Aren't you glad to meet me?